Hallo, ich bin Marlene, und ich freue mich, Ihnen nun ein paar wichtige Fakten über den Rückenschmerz erzählen zu dürfen. Fakt Nummer 1, Rückenschmerz ist in Deutschland und überhaupt in der ganzen Welt weit verbreitet. Unabhängig von Alter und Verschleiß leiden weltweit 84% aller Menschen innerhalb ihres Lebens darunter. Meistens verschwinden die Schmerzen auch ohne Therapie, rasch und von selbst. Nur äußerst selten sind sie gefährlich. Fakt Nummer 2, bildgebende Untersuchungen, wie zum Beispiel Röntgen oder Kernspintomographie, sind nur selten hilfreich. Ihre Ergebnisse können Patienten verunsichern und damit eher schaden. Die meisten der durch die bildgebenden Untersuchungen gefundenen Befunde lassen sich auch bei Menschen ohne Schmerzen finden. Ausschließlich bei vermuteten ernsten Ursachen, etwa 1% aller Fälle, sind sie angebracht. Fakt Nummer 3, der Rücken ist nicht sehr anfällig für Verletzungen und bedarf eigentlich keines besonderen Schutzes. Es gibt keine schädlichen Bewegungen oder Positionen und es bedarf auch keiner speziellen Stabilisierungen. Vielmehr kann ein entspanntes und selbstsicheres Bewegungsverhalten empfohlen werden. Vertrauen Sie Ihrem Rücken. Fakt Nummer 4, der Rücken ist geschaffen für vielseitige Bewegung und Anpassung an verschiedene Aktivitäten. Es gibt daher absolut keine schädlichen Bewegungen bzw. Belastungen. Um für gewissen Belastungen gewappnet zu sein, sollte der Rücken, wie andere Körperregionen auch, trainiert werden. Fakt Nummer 5, Rückenschmerzen sind auch ohne Verletzungen und oder Verschleiß möglich. Dies bedeutet, dass Bewegungen und Positionen, die Schmerzen, nicht automatisch schädlich für den Rücken sind. Nur in sehr wenigen Fällen haben Schmerzen überhaupt rein mechanische Ursachen. Viel häufiger spielt eine Summation von vielen Faktoren eine Rolle, z.B. Bewegungsmangel, verringerte Belastbarkeit, Stress, Schlafstörung, private berufliche Probleme und allgemeine Lebensunzufriedenheit. Fakt Nummer 6, Rückenschmerzen sollte nicht mit Reduktion von Bewegung oder gar vorschnellen OPs entgegengetreten werden. Versuchen Sie hingegen, so aktiv wie möglich zu bleiben und sich normal weiter zu bewegen. Für eine Schnellbesserung sollten Aktivitätssteigerung und Übungsprogramme immer an erster. Fakt Nummer 7, Bewegung ist das Mittel der Wahl bei Rückenschmerzen und schadet nicht. Es ist dabei weniger wichtig, welcher Art die Bewegung ist, sondern, dass sie angenehm und einfach durchzuführen ist. Worauf haben Sie Lust, was ist Ihnen möglich? Keine Angst, tun Sie es. Empfohlen wird eine Bewegungsdauer von 30 und mehr Minuten, dennoch jede Aktivität zählt und hilft. Fakt Nummer 8, starke Medikamente haben keinen starken Vorteil. Aus diesem Grund sollte mit einfachen, schwach dosierten Medikamenten begonnen werden, falls eine Einnahme unumgänglich ist. Langfristig sind besonders starke Medikamente mit schädlichen Nebenwirkungen verbunden. Fakt Nummer 9, Warnung, auf dem Gesundheitsmarkt lässt sich mit Leid und Schmerz gutes Geld verdienen. Fallen Sie daher nicht auf Trends und Produkte herein. Die meisten sind nicht wissenschaftlich getestet oder zeigen nur schwache und zu vernachlässigende Effekte. Geld sparen, aktiv werden und bleiben. Fakt Nummer 10, Rückenschmerzen können behandelt und geheilt werden. Was für andere Körperregionen zutrifft, gilt auch für den Rücken. Hierzu ist es wichtig, alle möglichen Ursachen zu ermitteln. Diese können sehr vielseitig sein. Gehen Sie all diese Faktoren an und setzen Sie sich Ziele. Keine Panik, wenn Beschwerden erneut auftreten. Sie sind nun aufgeklärt und wissen, was zu tun ist.